So, willkommen zur zweiten Folge Road to Legend. Ich habe jetzt den vierten Versuch, endlich mal zu gewinnen. Also heute läuft es nicht, ne? Ich habe jetzt dreimal richtig auf den Sack bekommen, zweimal Mage, einmal mit Hunter. Und schau jetzt mal, ob ich vielleicht mit dem Control-Deck die ganzen Aggro-Decks ein bisschen besser besiegen kann. Aber jetzt spielen wir natürlich gegen den Priester und ein Priester ist auch der Horror. Ja, also ich werde natürlich probieren, jetzt ein paar Quests zu erfüllen und dann gibt es noch wahrscheinlich ein Pack-Opening am Ende. Oder vielleicht mittendrin, um zu schauen, ob wir uns dann ein paar Karten ziehen, die man ins Deck mit einbauen kann. Weil, wie gesagt, mir fehlen halt noch für zwei Decks, vor allem für den Paladin und für den Rush Warrior, fehlen mir noch ein paar Karten, die essential sind. Mal schauen, ob ich mir die irgendwann craften kann. Das wäre auf jeden Fall optimal. So. Nee, das ist Blödsinn. Ja, hier ist es jetzt so ein Control-Deck, was darauf abzielt, eigentlich die Karten vom Gegner zu vernichten. Also das Wichtigste ist hierbei halt das Late-Game. Und bis dahin halt kann man Seelenfragmente sich ins Deck mischen lassen. Sobald man so ein Seelenfragment zieht, heilt man sich für zwei Leben. Ist auch ziemlich cool. Aber man muss halt erstmal ins Late Game kommen und ich glaube, ich muss jetzt hier schon den Ogermant rauscallen, damit er jetzt keine Spells rausdonnert ohne Ende. Und jedes Mal, wenn er dann nämlich einen Spell used, kriege ich den Spott-Typ mit 2-2. Und ja. Das könnte mir auf jeden Fall jetzt erstmal helfen, dass er vielleicht probiert, den zu clearen, damit ich ein bisschen Zeit kriege, weil das alles, was ich brauche, ist Zeit und die richtigen Karten. Bis jetzt habe ich noch keine Core-Karte auf der Hand, sondern eigentlich nur, ja, Füller-Karten, die halt sein Board clearen. Beziehungsweise mich am Leben halten. Okay, interessant. Okay, was war das jetzt? Den da. Den da. Dann noch ein Seelenfragment. So. Es ging wahrscheinlich wieder zu schnell. Also mit dem Seelendieb habe ich mir drei Leben wieder geholt und drei Schaden gemacht. Hier habe ich drei Schaden gemacht und mir zwei Seelenfragmente ins Deck gemischt, wie ihr sehen könnt, beim Ziehen wirkt, stellt bei eurem Helden zwei Leben wieder her. Und dann habe ich noch einen Geisterfessler gespielt, der auch nochmal zwei solche Seelenfragmente ins Deck mischt. Das war smart gespielt. Und auch noch das beste Outcome, was es geben kann. Das Hysteria, die habe ich auch. Der wählt einen feindlichen Diener, ergreift zufällige Diener an, bis er stirbt und dann halt das Outcome zu haben, dass er alles cleart, also erst auf den geht, anstatt auf den mit zwei Leben, ist halt schon wieder ziemlich frech. Aber das ist mal gewohnt, ganz ehrlich. So, es gibt auch solche Verderbt-Karten. Da muss man Karten spielen, die höher sind als diese Karte. Also hier müsste ich mindestens eine Vierer spielen, damit der Verderbt-Effekt geht. Und das heißt bei der Karte, dass ich ja auch noch eine Karte ziehe und nicht nur zwei Seelenfragmente in das Deck mische. Jetzt haben wir hier mit Jaraxxus schon mal eine ganz gute Karte gezogen. Der wurde auch geändert. Der hat nämlich sonst das Leben auf 15 runtergemacht, wenn man den gespielt hat. Jetzt ist ja einfach, behält man sein Leben zu dem Stand, wo man ihn spielt. Also der ist jetzt richtig, richtig stark geworden. Eigentlich, ihr seht, Priester ist einfach die Hölle. Das ist nur nervig. Der entdeckt so viele Karten und
heilt sich und. Aber, am liebsten würde ich ihn hier clearen. Er kriegt so viel Value davon, um den kann ich mich dann nächsten Zug vielleicht kümmern, aber die Value, die er aus diesem Dude hier kriegt, sobald er mit Zauber auf einen Diener wirkt, kriegt er halt eine zufällige Priesterzauber auf die Hand und das ist einfach legit zu stark. Also das muss man aber, Priester ist einfach, du spielst eigentlich gar nicht mit deinem eigenen Deck, sondern nur mit Karten, die du entdeckst oder deinem Gegner klaust und. Also es ist einfach wirklich nur nervig. So, das ist jetzt sehr gut, dass wir den gezogen haben. Den aktiviere ich den jetzt schon? Ah, ich ziehe erstmal noch eine Karte. Ah, ich spiele nichts. Also ich habe jetzt quasi mein Core-Game auf der Hand, was jetzt aber gefährlich ist. Der Priester hat auch eine Karte, wo man die Hände tauscht. Ne? Also er kriegt dann für einen Zug diese Karten und nicht die. Und wenn er das hier dann auslöst, dann zum Beispiel den Jaraxxus oder den hier, dann bin ich einfach verloren, kann eigentlich direkt aufgeben. Yay! Jeder liebt Priester, also tun? ich hasse Priester so sehr. Aber wie es ist. Es ist insane. Ah, keine Angst, wir fangen uns jetzt eigentlich wieder. Heal ist immer gut. Okay. Ich spiele jetzt Jaraxxus. Da ist der schon mal weg. Da kann er mir den nicht mehr klauen. Dadurch, dass ich eine höhere Karte gespielt habe als 7, kriegen die beiden Kosten von 0. Das ist halt richtig, richtig gut. Somit habe ich jetzt wieder ein bisschen Board. Er kann nichts erklären, aber ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen sicherer. Aber bei Priester weiß man halt nie. Weil er halt hier noch, glaube ich, zwei oder drei Karten auf der Hand, die er entdeckt hat. Das ist fein. Wenn er jetzt nur den Heal macht, dann ist es für mich sehr, sehr gut. Puh, das ist nervig. Aber damit komme ich auch klar, denke ich. Ich spiele erstmal Ticketus. Dadurch, dass er verdorben ist, zerstöre ich jetzt 5 Karten aus seinem Deck. Okay, das waren jetzt keine Core-Karten, würde ich mal behaupten. Ich clear hier rein. Dann hoffentlich die beiden zu clearen und noch mal einen rein zu traden. Okay, natürlich wieder ein sehr schlechtes Outcome. Aber das war halt ein risky Play, aber man muss es halt machen. So, wie viele Karten hat er noch? 11. Okay. Entdeckt einen Drachen. Ich glaube, er spielt gar nicht. Was ist Cyrilla? Nee, Und der Cyrilla heißt sie Kreislauf nicht. des Lebens beginnt erneut. Ja. Ist okay. Einmal Board clear, plus ich habe ein Board. Wir haben gesehen, ich habe einmal sein Schattenwort tot schon rausgehauen. Das heißt, er könnte. Ist gering, dass er den jetzt clearen kann, aber selbst wenn, ich habe halt noch auf meiner Hand richtig viel, wo ich sage, okay, das rettet mir auf jeden Fall den Arsch. Okay, das ist sehr gut, dass er jetzt nichts machen kann. Die Frage ist jetzt, pressure ich ihn? Fand ich dich nochmal 5 Karten, solange ich die Möglichkeit habe. Es ist aus. Oh, oder er gibt einfach auf. Sehr schön. Also, ich hätte jetzt sonst noch eine Karte spielen können, die mir halt alle meine verdorbenen Karten wiedergibt, und hätte ich noch, und die kosten dann auch in diesem Zug 0.
Und dann hätte ich halt nochmal 5 Karten aus seinem Deck zerstören können. Dann wäre er nur noch bei 5. Wie ihr seht, die Winstreak ist auch weg. Und ja, aber das war doch schon mal ganz gut. Dann gehen wir doch direkt ins nächste Game rein. Ja, so Control-Decks machen mir eigentlich auch Spaß, aber die Games gehen halt meistens viel zu lang, ne? Wenn man jetzt ein Mirror-Match mit dem Deck hat, kommt es halt nur darauf an, wo man, wer die besseren Karten zieht, schneller, also eine Core-Karte mit dem gegnerischen Deck zu vernichten und. Aber jetzt sage ich mal, gegen zum Beispiel Agro-Decks wie Paladin, sollte ich mit dem Board-Clear eigentlich im Vorteil sein. Aber da kommt es halt wieder auf den Card-Draw an, ne? Also wenn ich jetzt einen Early Clear kriege, habe ich noch nicht. So, ja gut, mehr können wir nicht machen. Die Interaktion mit der Map hier, die kenne ich auch noch nicht, was man... Es gibt ja eigentlich auf jeder Map so eine Interaktion, die dann sowas Größeres auslöst. Ich weiß noch, bei der einen Map, damals war es so ein Vulkan, der ausgebrochen ist. Das war ziemlich cool. Da musste man Sachen in der richtigen Reihenfolge anklicken. So, was ist er hier? Okay. Hält plus ein Leben, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Okay. Okay. Kann man auf jeden Fall machen auf Level 1. Aber wir haben hier gleich noch Hysteria. Also wenn er noch ein paar Creeps spielt, ja, weiß es nicht. Wer spielt die denn? Die habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ja, gut. Wusste nicht, dass die noch in der Meta ist. Ich wusste gar nicht, dass die noch im Set ist. Ersetzt eure Hand durch. Nee, das können wir vergessen. Kopiert den Dämon mit den niedrigsten Kosten in eurer Hand. Ich habe, glaube ich, nur einen Dämon auf der Hand und wenn ich den kopiere, das wäre super sick. Fügt dem Diener 3 Schaden zu mir, 3. Ah, ich glaube sogar das. Ich muss einfach hierfür gehen. Ich muss dann Early Board einfach contesten können. Und da sind dann solche Clear-Karten einfach essential für. Also. Wenn ich mal nicht so viel rede, verzeiht's mir, dann denke ich halt gerade nach. Weil ich mich auch erstmal dran gewöhnen muss, dass ich quasi das Game ja nebenbei kommentiere. Und ja, das braucht wahrscheinlich ein bisschen Zeit, dass ich mich daran gewöhne, dass ich quasi jeden Move, den ich mache, auch kommentiere. Jetzt hoffe ich einfach, dass der den hier angreift und den und dann stirbt, beziehungsweise er kann auch einmal da reinhauen, das ist eigentlich Latte. Aber er muss halt da einmal rein. Hier. Hier. Okay, das war jetzt nicht gut, jetzt habe ich mir den 4-4er hier aufgezogen, aber wie gesagt, RNG bin ich einfach nicht lucky genug, aber ich bin da zuversichtlich, dass wir das noch drehen können. So, jetzt lass mich mal überlegen. Wenn der da reinhaut. Ich muss hoffen, dass er hier, also der hier angreift, dann da und dann nochmal da. Also erst die Spinne, dann den und dann nochmal die Spinne. Jetzt ihn. Ah, schade, egal. Aber ganz ehrlich, wir haben noch einen 1-1er liegen. Das ist völlig fein. Und wir kriegen noch ein bisschen Rüstung dazu.
Sehr gut. So. Wie viel habe ich hier? Gleich habe ich noch ein kleines Board clear. Okay, das ist nervig, aber nicht schlimm. So, ich habe jetzt ja Seelenfragmente in mein Deck gemischt. Und zwar 4 Stück bis jetzt. Und für jedes eingemischte Seelenfragment kriege ich eine 3-3-Kreatur, die Alpha hat. Alpha ist halt quasi wie Ansturm, nur dass man den Helden nicht angreifen kann. Also man kann nur Gegner angreifen mit Alpha. Jetzt hier habt ihr, das war von Mankrik, der Zauber. Die haben wir im Hunter-Deck auch schon gesehen. Aber Paladin muss man immer aufpassen, der hat halt so viele Buff-Karten. Der spielt halt auch so unorthodoxe Karten halt. Zum Beispiel hätte ich halt niemals gespielt, diese Karten, ne? Also ich könnte jetzt schon anfangen, sein Deck zu zerstören, aber ich könnte auch einfach sicherheitshalber... zwei Seelenfragmente nochmal einmischen und dann vielleicht ziehen und hoffen, dass ich ein Seelenfragment kriege. Nice. Okay, das ist sehr gut in der Kombo. Weil das hier ist ein Schattenzauber und jedes Mal, wenn ihr einen Schattenzauber wirkt, der mindestens 1 kostet, erhaltet ihr eine Kopie davon auf die Hand, die 0 kostet. Das heißt, ich kann den quasi zweimal wirken. Und einmal für 0. Oder allerdings, ich heile mich hier mit hoch, dann kann ich den hier auch noch spielen. Also es gibt jetzt viele Optionen. Er hat auch nur noch 15 Karten. Verursacht 2 Schaden, wenn ihr bereits einen Modder kontrolliert. Okay. Was ist das jetzt hier? Ha. Ich denke aber, das reicht erstmal und dann da müssen wir uns, muss ich mich probieren, hier mit dem Jaraxxus vielleicht zu stabilisieren. Ist okay, glaube ich. Okay, er ballert halt die ganze Zeit nur ins Gesicht, ne? Melde mich zum Dienst. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nicht Alexstrasse hat. Verleiht 3 zufälligen Diener plus 3 plus 3, also plus 3 Angriff. Das ist, oh Gott, ey. Das ist eine ganz scheiß Gebuffe. Jetzt rechnet er, ob er irgendwie Lethal hat. Er kann hier clearen, dann hat er hier. Ich frage mich, ob. 7, 16. Wenn er Alexstrasse hat, für 9 hätte er gewonnen. Und der ja, hat er. Ja, da seht ihr einfach Agro-Paladin. Schwierig, ich habe 2 Karten noch im Deck, die halt das ganze Board clearen. Da kam leider nichts von. Nicht so schlimm, aber jetzt sehen wir, zieht 30 Karten. Check. Quest erfüllt. Leider einen Rang verloren. Ah, hier 500 Mana. Jetzt kann ich euch das mal zeigen, wie das hier funktioniert. Wir haben jetzt ja gerade eine Quest erfüllt. Dadurch ist unser Balken hier, upp, da oben, nach vorne geschossen. Jetzt haben wir 75 Gold bekommen. Ich schaue nochmal kurz in die Quest rein.
ob ich eine noch schnell erfüllen kann. Rasereidiener, okay. Ein Sieg noch. Ja. Es sind jetzt schon 20 Minuten. Ein Win, ein Lose. Eigentlich nicht so schlimm, aber ich kaufe einfach noch mal drei Packs zum Abschluss. Wo sind sie? Oh, hier. Nehmen wir die, glaube ich. Ja, zack, für 300 Gold. Die haben wir unten angespart. Jetzt haben wir drei Packs. Natürlich könnte man auch in die Arena gehen und da spielen und ein bisschen mehr Gold verdienen, wenn man gut ist. Aber ich bin kein Arena-Spieler und ich will jetzt meine Sammlung hier mal voll kriegen. Beziehungsweise die... Schon mal eine Leggy, aber verleiht einem anderen befreundeten Diener plus 2. Okay. Leider nicht die, die wir gebraucht haben, aber ist schon mal sehr geil, legendäre. Kann man nicht meckern. So, weiter geht's. Fisch. Kampfschrei entdeckt. Ist auch leider nicht die, die wir brauchen, aber ihr seht, die Sammlung wird immer voller und jetzt das letzte Pack. Selten. Auch nichts bei, was man braucht, aber gar kein Problem. Hat man hier noch eine Quest erfüllt, das kann ich auch mal zeigen. Sammlung, da gibt es auch immer Updates. Zum Beispiel sammelt 7 verschiedene Druidenkarten aus gespieltem Brachland. Da habe ich gerade die legendäre gezogen. Und deswegen habe ich die abgeschlossen. Wie gesagt, mit den orangen Punkten, keine Ahnung. Da gibt es bis jetzt noch nichts, da werden sich bestimmt irgendwas noch einfallen lassen. Sie sammelt 50 legendäre Druidenkarten aus gespieltem Brachland. Check. So, und als nächstes brauche ich noch weitere 5. Und das sind halt genau die unter anderem, die mir fehlen. Ja, aber ich würde sagen... Heute ein Win, ein Lose. Nicht wirklich geclimbed, aber morgen geht es auf jeden Fall weiter und da werden wir hoffentlich Gold erreichen. Bis dann, Leute. Ciao.